Hallo und herzlich willkommen bei Ihrer Unsinn Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Oliver Bauer und ich habe heute die große Freude, Ihnen unseren neuen Drei-Seiten-Kipper, den UDK 3542, vorzustellen. Der UDK 3542 ist ein Drei-Seiten-Kipper mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, mit einer Innenlänge von 4,26 Metern und einer Innenbreite von 2,04 Metern. Mit einem Eigengewicht von 1140 Kilo bleibt genügend Nutzlast, um Ihren Anwendungen und Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Der Drei-Seiten-Kipper hat wie alle Unsinn-Drei-Seiten-Kipper ein durchgehendes Längsträgerfahrgestell aus einem stabilen Vierkantrohr, das von vorne, wo die Auflaufeinrichtung befestigt ist, bis hinter zum Leuchtenträger durchgehend verschweißt mit Rechteckrohren im Tauchbad Feuer verzinkt, bietet es Ihnen einige Vorteile. Es ist stabil, hat gute Nachlaufeigenschaften und es ist durch das Feuerverzinken sehr langlebig und sehr robust. Die Elektrohydraulik befindet sich in einer Kiste vor Staub und Schmutzwasser geschützt. In der Kiste befindet sich die Batterie, die Pumpe, der Vorratsbehälter und ein hochwertiges Erhaltungsladegerät, was unsere Batterie bei Nichtgebrauch entsprechend pflegt und wieder mit Kraft befüllt. Wir haben bei dem Drei-Seiten-Kipper eine völlig neue Brückenunterkonstruktion. Der stabile Stahlboden aus 3 mm Stahlblech wird unterstützt durch eine maximale Anzahl von stabilen Querträgern. Auch die Brücke ist wieder mit Längsträgern und Querträgern entsprechend verschweißt und im Tauchbad Feuer verzinkt. Im vorderen Bereich befindet sich die Bedieneinheit, die mit einem Schlüssel absperrbar vor unliebsamen Zugriff zu sichern ist. Und es befindet sich eine weitere Neuerung, ein weiteres Highlight, nämlich eine Nothandpumpe, und zwar ohne Pumphebel, sondern mit unserem bewährten Pumpless-System. Für dieses Pumpless-System liefern wir serienmäßig einen Steckschlüsseleinsatz mit, sodass Sie mit jedem herkömmlichen Akkuschrauber entsprechend auch die Brücke und die Hydraulik bedienen können. Sollten Sie im Freien die Batterie beladen, können Sie hier in dieser kleinen Box die Elektrik verbinden und wassergeschützt entsprechend Ihren Ladevorgang vollziehen. Ja, so viel zur Unterseite. Was noch neu ist, sind die Auffahrschienen. Die Auffahrschienenhalterung ist serienmäßig mit dabei. Und zwar nicht nur die Halterung, sondern auch die Stopper für die Auffahrrampen und hinten der klappbare Kennzeichenträger zum sicheren und zum komfortablen Be- und Entladen der Auffahrhilfe. So, zum Ablassen der Brücke öffne ich das Notventil und wir werfen einen Blick in die Brücke. In der Brücke sichtbar befindet sich ein querdurchgehender Stahlboden, der an der Seite abgekantet ist, sodass ich keine Stoßkanten habe, wo sich Schmutz oder Dreck aufbauen kann. Ein besonderes Highlight von der Brücke ist die stabile Ladungssicherung. Eine Innovation aus dem Hause Unsinn, patentiert mit dem Namen Spinlock. Die Spinlock-Verriegelung schiebt sich von unten entsprechend nach oben und bewegt sich dann entsprechend, wo die Ladung zum Sichern ist, in die jeweilige Richtung. Mit 1500 Kilo ist es ein Ladungssicherungselement, das das Maximale momentan bietet, was auf dem Markt erhältlich ist in der Gewichtsklasse. Mit 9 Stück pro Seite ein paar Zurmöglichkeiten sind jede Menge Ladungssicherungselemente vorhanden. Als weitere Verbesserung befinden sich je Seite 7 Scharnierpunkte, um die Bordwand entsprechend optimal zu stabilisieren gegen Druck von innen. Die Ladungssicherung lässt sich aber auch entsprechend ohne Bordwände bedienen. Mit einem zusätzlichen Schlupf, den Sie auf den Spin-Lock auffädeln, können Sie auch entsprechend Ladung sichern, die über die Brücke reicht oder die nicht über das innenliegende Ladungsmittel zur System erreichbar ist. Serienmäßig wie alle anderen Drei-Seiten-Kipper haben wir eine erhöhte Pendellagerung
und eine Heckbordwand, die entsprechend auch abklappbar ist. Das ist unser neuer Unsinn 3-Seiten-Kepper UDK 3542. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit.